So, das heißt, jetzt habe ich doch mal den TS neu gestartet. Den Stream neu gestartet und jetzt dürfte es auch funktionieren, weil jetzt sehe ich auch, dass hier ein Ausschlag drin ist in der Aufnahme. Ich meine, es gibt ja auch Garfield minus Garfield, da gibt es ja auch. Ja. Ich will noch mal Selbstgespräche. Also, dann. So, das heißt, jetzt habe ich doch mal den TS neu gestartet. Den Stream neu gestartet und jetzt dürfte es auch funktionieren, weil jetzt sehe ich auch, dass hier ein Ausschlag drin ist in der Aufnahme. Es gibt ja auch Garfield minus Garfield, da gibt's ja auch. Gut, jetzt hört man was, das ist super. Jetzt kann ich auch meinen eigenen Stream ausschalten. So. Ja, ausmachen, ne? Naja, ich brauche meinen eigenen Stream nicht gucken, wenn ich weiß, was passiert. Ach Quatsch. Nein, aber ich muss gleich weg, ansonsten höre ich mich eure Stimme bevor 14 Sekunden, bevor ich überhaupt eine Aktion von Ihnen sehe und das finde ich dann irgendwie blöd. Okay. Ja. Deswegen muss ich mich gleich stumm schalten. Okay, ich würde jetzt dann die erste Bombe mal anmachen. Jo, dann ja, mach okay. Mal. Dann bis gleich. Okay. Okay, dann. Okay. Dann hört ihr mir jetzt gut zu, ne? Wir hören jetzt gut zu. So, die Bombe lädt jetzt. Fuck. Okay. Sag eure Gebete. Fangen wir mal mit Kabeln an. Okay, wie viele Kabel? Leitungen. Ich habe 6 Kabel. Okay, gibt es ein gelbes Kabel? Darf ich ausreden? Danke. Ich habe 6 Kabel. Davon ist 1 blau, 1 gelb, 1 weiß und 3 rot. Es gibt kein weißes. Es gibt ein Kabel, oder? Ein weißes. Es gibt ein gelbes Kabel und mehr als ein weißes Kabel. Es gibt ein weißes Kabel. Ein weißes, ein gelbes. Hast du kein rotes? 3. 3 rote. Ich hab doch gerade aufgezählt, was ich habe. Ja, ich hab das kommen wir hier. Ein blaues, 3 rote, ein weißes, ein gelbes. Ja, du trennst dann mal das vierte. Genau. 1, 2, 3, 4. War richtig, Halleluja. Wir haben Symbole. Oh, Symbole, also... wie sieht das erste Symbol oben links aus? Ja, hat jeder die Seite gefunden? Ich habe noch 4 Minuten. Los! Okay, ich habe 4 Symbole. Ne? Mhm. Das erste Symbol ist ein schräges N, was jeweils oben links und unten rechts so einen Zipfel hat. Mhm. Habt ihr es? Ja. Das nächste ist ein umgedrehtes C mit einem Punkt in der Mitte. Ja. Das dritte ist ein O mit einem Strich unten dran. Ja. Und das letzte könnte man wie so ein Löwenkind aus König der Löwen deuten, wenn ihr den Film mal gesehen habt. Also, warte, dann macht's. Warte. Als allererstes kommt ja das O. Das O, ja, ist richtig. Dann das N. Das N? Ja. Ja, ist richtig. Dann das Löwenkind und dann das C. Okay, gut, dann haben wir als letztes und drittes ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Okay, dann ist am besten, wo sind die Kreise? Ja, also, das erste, ich gehe jetzt immer von oben nach unten. Ich finde, das ist da drin. Das ist Der erste Kreis ist in der zweiten Reihe, in der fünften Spalte. Also ziemlich weit hin, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Und der zweite Kreis ist in der vierten Reihe, in der zweiten Spalte. Jo, habe ich. Ja, genau, haben wir. Ich bin... An welcher Stelle bist du? Hör mir zu. Das Ziel befindet sich in der zweiten Reihe, in der ersten Spalte. Und ich befinde mich in der fünften Reihe, in der zweiten Spalte. Okay. Nee, Ziel, zweite Reihe, erste Spalte, habe ich gesagt, ne? Ja. Hoffentlich. Also, wo muss ich lang? In der zweiten Spalte. Ziel ist in der zweiten Reihe, erste Spalte. Ich bin in der fünften Reihe, zweite Spalte. Warte. Die Spalte ist von oben nach unten, die Reihe von links nach rechts. Was? Gut, das wär's. Die Reihe ist von oben nach unten. Nee, das ist die Spalte. Ah nee, ja, schon, ich war gerade durcheinander, sorry. Also, jetzt nochmal. Ich bin als Punkt in der vorletzten Reihe, also in der fünften, ne? Ja. Mhm. Und wenn man jetzt von links nach rechts geht, bin ich in der zweiten Spalte. Okay, dann ist okay, und nach du unten. Bist in der zweiten Reihe. Warte, Sunshine sagt nach unten. Genau. Dann gehst du richtig. Nach also rechts. Also zwei runter. Eine nach rechts. Ja, zwei bin ich? Runter, eine nach rechts, genau. Dann eine nach oben. Ja. Dann nach rechts. Ja, da war eine Wand.
Ja, noch ein nach oben. Ja. Dann nach rechts. Jetzt stimmt's. Nach oben, ja. Rechts, rechts. Ja. Einmal nur nach rechts, dann müssen wir wieder runter. Links. Warte. Ich bin jetzt in der dritten Reihe ganz rechts. Nach oben? Nach oben? Okay. Ja. Links. Ja. Oben? Ja. So, wo war nochmal dein Ziel? Links oder rechts? Mein Ziel ist in der zweiten Reihe, erste Spalte. Also ganz, ganz gut. Dann noch einmal einen nach links. Ja. Nach unten. Ja. Nach links. Ja. Nach unten. Ja. Nach links. Ja. Nach unten. Okay. Nach links. Okay. Zwei nach oben. Hey, Bombe ist aus. Rechts. Oben. Wir haben noch links. 21 Sekunden gehabt. Oh, gut. Also am besten wäre es immer, wenn ihr euch so ein bisschen abquatscht, wer was macht. Weißt du was? Ja. Sind wir zu zweit, ne? Mach irgendwie. Weiß ich nicht, Kasak und Bass machen nichts. Ihr seid so doof gewesen. Es war lustig, aber sie waren auch doof. Ach, halt. Es war lustig. Aber ihr habt nichts so hingekriegt. Was sind rein? In der Anlage steht, dass wir der Experte sind. Ja. Naja, was ist denn das ist das beste Fall gewesen, Bombe kurz vorm Countdown zu entschärfen. Besser geht's gar nicht, oder? Ja, das muss halt spannend bleiben, ne? Ja, das ist auch ein Spaß in Zentrali haben. Ich muss mal kurz sagen, kleines Pika, du musst schneller reden, ansonsten merkt man nicht, wenn du weiterreden möchtest. Dann ist es ja klar, wenn die dazwischen reden. Ich bin hier nicht der Experte, ich bin nur die arme Sau vor der Bombe. Ja, dann tu auch so und rede schnell. Ja, mach ich auch. Du besser aufpassen müssen. Ich mach jetzt die nächste an, okay? Ja, ist okay, ich bin dann wieder gemutet. Okay. Oh, Moment, Ja? Wie machen wir das, Weißt du, wir bekommen einfach, der kann das am besten und dann ja. Ja, der das nicht kann, der macht andere einfach. Ja. das Ding ist jetzt, dass das Ding ist, dass das nächste Ding jetzt 6 Module sind, also es sind doppelt so viele, ne? Das schaffen wir sind professionell. Ja, hoffe ich doch mal. Okay, die Bombe wird jetzt geladen. Mhm. Ich ahne Böses. Okay. Oh, das wird böse, wenn das Mausern kommt. Okay, ich habe 2 Knöpfe. Knöpfe? Ja. Verkabelung, Knöpfe. Knöpfe. Ist der blau? Wie sieht der aus? Der erste Knopf ist blau und da steht Press drauf. Wie viele Knöpfe gibt's? Es ist ein großer Knopf, wo Press drauf steht, in blau. Ach so. Wie viele Batterien gibt's? Zwei Batterien. Zwei Batterien. Ja. Ein großer blauer Knopf mit Press. Ja. Gibt es mehr als nein, gibt's keine mehr. Press. Ja, Press. Hund, FAK. Wo Press? Auf dem Knopf steht Press. Ja, ich meine jetzt hier meine Kollegin. Eine Anleitung, ich finde hier kein Press. 4 Minuten 13 Sekunden noch. Ich finde Hold. Okay, wenn du. Dann ich habe noch einen roten Knopf, auf dem steht Detonate. Das hättest du uns schon mal sagen können. Dann drück einmal und sofort wir losleisten bei dem Detonate. Gut, ist erledigt. Press und blau, los. Ja, hier gibt's kein Press. Ja, dann musst du, in der Anleitung steht doch, was du machen sollst, wenn da nichts steht. Ist da ein leuchtender Indikator? Ja, das ein leuchtender Indikator mit CAR. CAR, danke schön, dass du uns das auch schon mal sagst. Du musst doch danach fragen, was willst du? Ist Knopf gedrückt halten und bei einem gedrückten Knopf loslassen weiter. Okay. Was? Wenn sich der Knopf gedrückt halten, wird ein Fragestreifen auf der rechten Seite des Moduls aufleuchten. Rot. Wenn da ist rot. Rot. Komm. 3 Minuten 15. Loslassen. Was, meine 1? Bei der Position 1 loslassen. Gut. Ja. Kabel, zweimal. Hopp, hopp, hopp. Wir haben noch 3 Minuten. Okay, Kabel. Kabel, einmal 6 Stück. Moment. 6 Stück. Kabel oder 6 Kabel? Ich habe 6 Kabel. 6 Kabel. 6 Kabel. Hört mir zu. Einmal weiß, einmal blau, zweimal rot, zweimal gelb. Nochmal bitte. Einmal weiß,
einmal blau, zweimal rot, zweimal gelb. Okay, es gibt rote Kabel. Ja, sag ich doch. So, es gibt auch gelbe Kabel. Ja, zwei Stück, sag ich doch. Hier. Die vier? Hier. Ja. Richtig, okay, nochmal sechs Kabel. Davon sind zwei rot, zwei blau, einer gelb und einer schwarz. 2 Minuten 25. Es gibt ein gelbes und ein weißes Kabel. Nein, ein gelbes, ein schwarzes, zwei blaue, zwei rote. Es gibt keine roten Kabel. Ich sag doch zwei rote. Ich kann mit Kurzzeitgedächtnis, deswegen frage ich nach. Das ist doch besser, ne? Das ist eigentlich scheiße mit dem Kurzzeitgedächtnis, Bomben entschärfen. 2 Minuten. Es gibt, ich hab noch schon der Weg. Es gibt keine gelben Kabel. Ein gelbes. Verdammt, durchtrenn das vierte. War richtig, Symbole. Symbole, da bin ich ja mal wieder. Zweimal, eine Minute, 53 Sekunden. Okay, los, sag welche. Eine 3 mit einem V oben drauf und einem Schlangenschwanz unten. Eine 3 mit einem V, lass mich... Hab ihn. Ein T, das aussieht wie ein P, so ein ausgemaltes D ist das daneben. So ein kleines T mit einem ausgemalten D so links. Meinst du nicht eher ein B? Nein, das ist ein so ein T, also so ein Strich, wo ein T-Strich oben drauf ist, so ganz klein. Und daneben ist ein ausgemaltes D. Oder meinst du ein... Das sieht aus wie ein umgedrehtes P. Oder meinst du dieses Ding, das aussieht... Das sieht aus wie ein umgedrehtes P! Hast du es gefunden? Ja. 1:12. Gut, ein Smiley. Ja. Und ein C, das richtig rum ist, mit einem Punkt in der Mitte. Dann drückst du erst die 3. Falsch. Nein, nicht falsch. Doch, es ist falsch. Wie also, Erst ein Smiley. Was? Erst ein Smiley. Hilfe. Richtig. Dann das C. Ja. Dann das Zeichen, das kommt, wenn du bei Word Leerzeichen drückst. Was? Das, das kommt. Hey. Gut, nochmal. 30 Sekunden. Puzzle. Hast du? Nee. Was Puzzle? Ein Puzzle, Symbol. Los. Ja. Puzzle, 6, was platt gedrückt ist. Ein E, das falsch rum ist mit 2 Punkten. Und ein Omega-Symbol oder so. O, Omf oder wie das heißt. Lach nicht, ich hab noch 30 Sekunden, ich werd draufgehen. Lauf, lauf. Hallo, ich hab noch 5. Hallo, sag doch mal was. Du bist so ein Arschloch. Junge! Lebst du noch? Nein, ich bin tot! Ich hab doch gesagt, du sollst laufen! Geht nicht, ich sitze in einem eingesperrten Raum! Eingeschlossen! Wer sperrt den Raum ein? Muss ich jetzt nochmal sagen? Alter Scheiße, ich muss schon wach! Hör doch mal auf! Ich habe gesagt, da ist ein Puzzle! Eine 6 ist platt gedrückt, ist ein Omega-Zeichen oder sowas. Und eine 3, die umgedreht, ein E, das umgedreht ist mit 2 Punkten oben drauf. Was ist daran so schwer? Warum lachst du? Ich sterbe hier. Okay, dann wäre das letzte Zeichen. Das interessiert mich doch jetzt nicht mehr. Ich bin nicht mehr am Leben. Versteht ihr das nicht? Ich bin tot. Kannst du nicht mal schnell reagieren? Weißt du zufällig das Ungleichzeichen? Das Ungleich... Ich weiß nicht, wie das heißt. Omega oder so. Ein Ungleichzeichen ist ein ist gleich mit einem Strich in der Mitte. Das ist ein mathematisches Ungleichzeichen. Nein, das Omega-Zeichen sieht aus wie ein fetter Clown. Ja, Omega weiß ich ja. Das Ungleichzeichen habe ich jetzt als... Warte, ich zeig dir das mal. Ich habe es dir gerade auf Google gefunden. Das ist Omega. Da, hier, da, das ist das. Rote Bucket. Bubble Nox. Omega ist das. Ja, Omega ist Omega. Ich meine das Puzzle. Worum geht's? Was ist mit dem Puzzle? Das ist ein Ungleichzeichen. So, wer ist da gerade zugejoint? Ja gut, von mir aus auch ein Ungleichzeichen. Hallo Terry. Aber das ist ja scheißegal. Es sah für mich aus wie ein Puzzle. Also habe ich das als Puzzle genannt. Das ist doch scheißegal. Wir spielen gerade Bombenentschärfen. Kannst mitmachen. Bitte was? Ich mach diese Runde auch mal mit. Gut, okay. ich hab den Link gerade gepostet. Lass mich nochmal alles wegradieren hier. Okay, was ist los? Ich hab ja nichts. Wir spielen gerade ein Spiel live. Du wirst gerade aufgezeichnet und bist live auf Twitch. Dankeschön. Ach so. Deswegen heiße ich jetzt, habe ich meinen Namen auch dementsprechend angepasst. Bitte, Dankeschön. Wenn du mitspielen möchtest, kannst du das gerne tun. Wenn nicht, kannst du gerne zugucken und sehen, wie wir versagen.
Oh, glorreich. Ich sag nur, also, wir haben ja nur versagt, weil irgendjemand plötzlich im Lachen aufgegangen ist. Ihr dürft doch nicht lachen, wenn ich hier um mein Leben kämpfe, verdammt nochmal. Das kann ich dafür. Ich so, was hat er nochmal gesagt? Der kann mich wirklich nicht mehr. Darf ich jetzt die Bombe neu starten? Nein, lieber nicht. Darf ich die Bombe neu starten? Ich habe bisher noch nie beim Lachen geweint. Das hast du jetzt zum ersten Mal geschafft. Darf dich glücklich schätzen. Ja, ich klopf mir jetzt zweimal selbst auf die Schulter. Klopf, klopf. Hier, hörst du das? Da. Okay, dann machen wir weiter. Ich mach diese Runde mit, ne? Von mir aus. Okay, ich starte jetzt die Bombe neu, ne? Diesmal bitte seriously. So. Zwei Knöpfe. Knöpfe. Okay, Knöpfe, was sagen die denn? Die Knöpfe sind beide weiß und da steht auf beiden Press drauf. Alle in die Bunker, schnell. Nein, Quatsch, einfach nur PDF-Datei. Moment, ich muss runterscrollen zu den Knöpfen. Zwei weiße Knöpfe, wo Press drauf steht. Okay, drück also eine Pause. Was? Gibt es einen Pause-Button an der Bombe? Nein! Oh, Knöpfe! Was ist das für eine Bombe? Gibt es da einen Indikator? Nein. Ist der Kopf. Was für ein Indikator? Batterien gibt es? Nein, hier gibt es nur ein CAR und der leuchtet nicht. Hört auf, dazwischen zu quatschen! Gibt es da irgendwo einen Indikator? Nein, hier gibt es nur einen Indikator. Also, ein Indikator ist hier zwar, aber der leuchtet nicht und da steht CAR drauf. LIT Indikator with Label CAR, hold the button and refer to releasing a held button. Der leuchtet aber nicht, ne? Denk dran. Drück mal rauf, geht da was? Blau. Was blau? Ja, blauer Lichtstreifen. Achso, blauer Lichtstreifen, loslassen, weil der Timer in beliebiger Position 4 anzeigt. Super, ich hatte gerade eine 4 ganz vorne. Danke, dass du das so schnell gesagt hast. Jetzt muss ich ein paar Sekunden warten. So, ich habe jetzt nochmal denselben Knopf. Ich drücke drauf, hab nochmal blau, also nochmal eine 4. Danke. Ja. Sehr schön, ich bin begeistert. Ich habe Kabel. Was für eine Kabel? Ja, ganz oben die Kabel. Die sind ganz oben auf deine Bombenentschärfung. Ich habe 3 gelbe, 2 blaue, 1 weißen. Also 6. Du hast keine roten. Nein. Ja, dann würde ich doch gleich sagen, unten das vierte. Sag falsch. Doch mal die Farben auf, wie viele? Ich hab gar nicht, so, ich war gar nicht da. Ja, weiter, los. Okay. Ich habe 3 Kabel. Ich habe 3 gelbe Kabel, 2 blaue und ein weißes. 6 Kabel insgesamt. Leute, kommt. Hier gibt es keine roten Kabel, so kappen sie das letzte. War richtig. Ja. Ich habe nochmal Kabel. Ich habe nochmal Kabel. Oh, nicht viele. Du hast davor 4 gesagt, danke. Nochmal Kabel. 3 Stück. 3 Stück, okay. 2 blaue, 1 gelbe. Es gibt keine roten Kabel. Das zweite. Richtig, Symbole. 2 Minuten 45. Ich bin. Okay, was ist jetzt das erste Symbol? Nein, wir gehen jetzt alle zu Symbole, weil es kann sein, dass er gleich einen Nachricht. Symbole? Das erste ist so ein Kerzenständer. Ja, das weiß ich. 1. Ein A und ein E zusammen. Hab ich. Ein Omega-Zeichen. Hab ich. Und eine 6, die platt gedrückt ist. Super. Hab ich. Zuerst die 6. Ja. Dann das AE. Ja. Dann dieses jüdische Dingsterwumster. Deswegen und Omega, danke, hab ich. Und nochmal Symbole. Nochmal Symbole, dann hau raus. Ein Kerzenständer. Ja. Ein Omega. Ja. Eine plattgedrückte 6. Ja. Und Puzzle. Das ist ein Ungleichzeichen. Dann nimm Ungleichzeichen. Zuerst die plattgedrückte 6. Ja. Dann das Ungleichzeichen. Ja. Das jüdische Kerzendings da. Ja, und Omega. Danke, die Bombe ist aus. 1 Minute 40. Ich bin nicht gestorben. Jüdische Kerzen. Oh, seht ihr, wie das funktioniert, wenn ich dabei bin? Quatsch. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Hallo, Pedro. Willkommen. Ich habe übrigens eine englische Website und keine PDF, aber. Ja, klar, redet noch weiter durcheinander. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob man so schon durcheinander kommt. Blablabla, Phrase. Durcheinander. Pedro, erzähl Scheiß. Peng. Penis. Darf ich denn nur. Wenn bei nur einem draufsteht live on Twitch, ist es leicht schwierig zu merken, ob das tatsächlich der gesamte Kanal in Twitch ist. Doch, der gesamte Kanal ist gerade in Twitch. Ansonsten benennen wir uns alle in @live_twitch um. Was ist Twitch? Keine Ahnung. Ich habe nicht Mutter. Umsonst bei mir @live stehen. Ich bin gerade live auf Twitch, einem Streaming-Portal. Okay, wir ja nicht. Was streamst du? Wir spielen alle die Keep Talking and Nobody Explode. Bombenentschärfung. Warum kostet das Spiel auch 15 Euro? Das ist viel zu teuer.
Egal. Es geht eigentlich, also da, es ist ziemlich witzig und deswegen finde ich 15 Euro ganz okay. So, Painkiller, du kannst da mal draufdrücken auf den Link und dann kannst du dir das angucken. Aber dann darfst du dir auch nicht sagen, was auf dem, was du da siehst. Okay, okay, und jetzt kommt warum hier. Darf ich nicht sagen, was ich da sehe? Weil sonst das Spiel kaputt geht. Warum geht das Spiel sonst kaputt? Weil das dann Schießerei ist. So, ich meine, es ist so, er hat ein Spiel und hat eine Bombe. Wir haben hier eine PDF-Datei auf dem Computer ausgedruckt und er sagt, was er sieht und wir müssen ihm sagen, was er machen muss. Es ist genauso wie eine Arbeit schreiben und vor dir sind die Lösungen. Ich verstehe die Logik überhaupt noch nicht. Warte. Erklär mir das nur noch mal ein bisschen langsamer. Bitte. Okay, er hat das Spiel, wir haben eine PDF-Datei uns ausgedruckt oder am PC. Er hat eine Bombe und erzählt uns, was er sieht und wir müssen sagen, was bei uns hier drauf auf dem Blatt steht, was er machen muss. Kurz gesagt, er hat die Bombe, wir die Lösung und deswegen darf uns keiner sagen, was aber wer nicht, wie wo sieht, außer hat nicht, er. Hat nicht eigentlich jeder Bombenentschärfungstyp eine eingebaute Kamera in seinem Anzug normalerweise? Nee. Jeder? Keine Ahnung. Das wäre zu kostspielig. Das wäre nur in der Premium-Edition. Ich glaube, gibt's nur in der Premium-Edition. Kurze Frage, habt ihr mal so einen Bombenentschärfungsanzug gesehen? Ich glaube, die Dinger sind an sich schon kostspielig, da ist die Kamera keine große Ausgabe. Genau deswegen. Die Kamera kann schon ganz schön teuer sein. Ansonsten gibt es noch so günstige Kumpanen wie GoPro 3 und so, ne? Kann ich jetzt mit der nächsten Bombe anfangen? Ja, gerne. Ja, los. Okay, 4 Module sind das diesmal. Schön. F Module. Verdammt, warum kann er nicht suchen? F Module. Oh Gott, das wird lustig. Die Module sind relativ egal. Okay. Ja, okay, das erste, was ich habe, sind Symbole. Symbole. Ich hab mal gerade reingegangen. Ruhe. Symbole. Ein O mit einem Strich unten dran. Hab ich. Ein C mit so einem Kringel. Das, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, zweite Reihe, 4 unten. Dann habe ich ein umgedrehtes C mit einem Punkt. Was? Umgedrehtes C mit einem Punkt in der Mitte. Ja, also ich bin wieder raus. Hab ich? Warte. Ein umgedrehtes E mit 2 Punkten oben drüber. Hab ich, okay. Erst das umgedrehte E. Ja, ist richtig. Dann O mit Strich. Ja, ist richtig. Dann C mit Punkt. Ja, und Lukas hat nochmal dasselbe. So, dann habe ich jetzt einen nicht ausgemalten Stern. Nicht ausgemalten Stern hab ich. Ein nochmal das C mit diesem Kringel. Hab ich. Umgedrehtes C mit einem Punkt. Warte, umgedrehtes C mit einem Punkt. Ja. Das hat mir gerade schon mal das Punkt, ne? Umgedrehtes C mit Punkt. Das ist aber eine andere Sparte. Umgedrehtes C mit einem Punkt, ja, hab ich. Und ein geschwungenes H mit einem Zipfel unten rechts. Okay, dran. Zuerst das C mit Punkt. Ja. Dann das CL. Ja. Dann der unausgemalte Stern, dann das H. Jetzt wird's interessant. Wir haben ein Zahlenmerkspiel. Ein Zahlenmerkspiel. Ja, ich habe ein Terminal, ein Modul, wo oben ein Terminal ist mit einer Zahl und darunter sind 4 weitere Zahlen. Warte, welche welche Zahl wird angezeigt da drauf? Eine 2. Dann drückt den Knopf an der zweiten Position. Am besten wäre es immer, wenn einer mitschreibt. Das ist eine 2. Zweite Position. Jetzt habe ich eine 2. So drückt den Knopf in derselben Position wie in Stufe M. Dann wieder zweite Position. Dieselben Knopf, nur nicht dieselbe Zahl. Zweite Position. Das ist eine 4. Zweite Position. Jetzt habe ich wieder eine 2. Wieder eine 2. So drücken Sie den Knopf mit selben Aufschrift. Drück noch. Ach, scheiße. Eine 2. Was? 2. Den Knopf mit der Aufschrift 2 oder was? Ja. Genau. Das ist auf der ersten Position. Ja. Eine 3. Eine 3. Wir drücken den Kopf in derselben Position wie in Stufe 2. Was war bei Stufe 2? Dieselbe Position. Ja. Das ist eine 1 diesmal. Und jetzt kommt eine 1. Und eine 2. Es ist eine 2 steht da jetzt. Ja, eine 2 steht da, die letzte Zahl. Dann drücken wir den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 2. Das ist eine 4. Ist aus. Und jetzt haben wir das wohl Schlimmste im ganzen Spiel, Simon Says. Lass mich gucken, ich hab's bisher noch nicht. Ihr wisst, was Simon Says ist. Ach, ihr sagt den SEO, gut, ja. Aber ich find's gerade nicht. Ich hab's. Wo? Hinter oder vor den Labyrinthen? Das ist neben den Symbolen. Am besten sagt ihr einfach die Seite. Welche Seite steht bei dir unten? Also, dann sag mal an, was ist was? Welche Seite? Welche Seite hattest du? 8.
Ich habe noch 1 Minute 45 Sekunden. Wenn mich mein Wissen. Wenn mich mein Wissen nicht täuscht, müsst ihr wissen, ob ich einen Vokal habe. Ich habe kein Vokal in meiner Seriennummer. Ich habe kein Vokal und kein Strike. Und das erste, was bei mir leuchtet, ist. Ist. Leuchtet, du Scheiße, blau. Wo ist blau? Welche Farbe muss ich drücken? Es leuchtet blau bei mir. Du hast kein Vokal? Kein Vokal, kein Strike, blau. Drück rot! Rot war falsch. Was? Oh, scheiße, Entschuldigung. Gelb. Jetzt habe ich kein Vokal, ein Strike und. Und blau. 60 Sekunden. Ich finde hier immer nur sowas wie Senso. Oh, ich war der falsche Spalte. Jetzt nochmal. Sag nochmal. Ich habe blau, keinen Vokal und ein Strike. Was für ein Vokal und was für ein Strike? Drück nochmal blau. Richtig. Ja. Blau, 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 blau. Das habe ich nochmal. So. Blau, blau, blau. Super. Blau, blau, blau. Juhu, Bombe ist aus. Super. Einfach hatte ich es noch nie. Ja. Siehst du, mit mir geht das alles ganz gut. Ich brauche vielleicht ein, zwei Anläufe, aber das tut. 27 Sekunden hatte ich noch. Ach, du meinst, ich habe immer Senso. Ich habe hier nur Senso gefunden, aber kein Simon Says. Seite 8 ist bei mir. Das ist ja, Seite Senso. 8 ist. Ja, Senso. Okay. Senso ist doch Simon Says, das ist doch genau dasselbe. Ja, weiß ich doch nicht. Kann, dass es bei dir anders heißt. Ich bin begeistert, dass das so halbwegs mit uns klappt. Okay, ne? ich gib eine Runde aus heute. Du gibst eine Runde aus, was gibst du denn aus? Eine Runde Cider für alle? Nö, ein paar, vielleicht hat jemand Lust auf Simon Says, also. Super. Komm jetzt erstmal mit einer richtigen Bombe probieren. Ja, jetzt komm. Okay. Bombe. Also ich glaube gar nicht. Ey, komm, nimm die schwierigste im ganzen Spiel. Bist du bescheuert? Nein, ja. Das will ich tun. Wenn es schon bei Pete's Meets so scheiße funktioniert in der schwierigsten Runde, dann wird es bei uns hier erst recht nicht tun. Das kannst du nicht. Ich hab das nur mal kurz bei GameStar gesehen, das Spiel, also. Das Problem ist, sobald das Mausen kommt, werdet ihr hundertprozentig durcheinander kommen. Mausezeichen, Mausecode. Also, ich hab erst mal gerade durchgesehen, genau das Morsen, und das Morsen würde ich sogar relativ gut hinkriegen. Also, wenn du das natürlich gut entsperren würdest. Das ist immer so eine Sache, das kommt immer so. Also, ich fange jetzt einfach die nächste Bombe an. Die nächste Bombe heißt Hidden Message. Ich habe 3 Module, 3 Strikes, 5 Minuten. Also, was? Drei Strikes? Ja, ich darf maximal 3 Strikes haben. Ah, also 3 Fehler. So, die Bombe ist an. Oh, Mausen. Halleluja. Ui. Echt? Oh, fuck. Okay, kurz, lang. Kurz, lang, ja. Lang, ja, jetzt bin ich schon durcheinander, danke. Du musst die Klappe halten am besten. Warte, 4-mal kurz, einmal lang. Mach weiter. Warte. Ich muss warten, bis es von vorne beginnt. Kurz. Kurz, lang, Pause, kurz, und jetzt bin ich schon wieder raus. Keine Pausen. Doch, Pausen gibt's, stell dir vor. Nee, nicht hier drin. Okay, nochmal. Ja, nochmal, das weiß ich, wie lange das dauert, bis es von vorne anfängt. So. Kurz, lang, Pause. Kurz, Pause. Lang, Pause, kurz, ja, jetzt bin ich schon wieder raus. Also erst. Kurz. Ich meine kurz, lang, dann kurz und dann lang. Kurz, lang. Pause. Kurz. Lang. Also kurz, lang, Pause, kurz, Pause, lang. Es ist Vektor 3,595. 3,595? Ja. Richtig! Wow. Wir haben noch 3 Minuten 39 Sekunden. Oh Gott, jetzt klingelt dieser Wecker. Ich hasse diesen Wecker. Danke. Oh Gott, das TS wird voll. Ich hasse das. Wir haben jetzt ein Spiel mit 6 Wörtern. Wie heißt das Spiel? Ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist ja das Problem. Auf jeden 6 Wörtern. Passwörter? Passwörter. Ganz oben ist ein Wort und darunter sind 6 Panels. Ja. Habt ihr das? Ich muss ganz kurz durchlesen, bevor ich wieder was Falsches sage. Moment, ich muss vorher. Ja, lese ihn ruhig durch, ich hab alle Zeit der Welt. Ja, es tut mir leid, ich hab's halt noch vorne gespielt. Moment! Was ist das erste Wort? First. Was ist. First. Left. Left was?
Da steht left. Nein, wenn ich mich recht entsinne, müsst ihr anhand des Wortes, das ich euch gebe, erst in der Tabelle gucken, auf welcher Position ich gucken muss. Da ist ein Augensymbol, glaube ich, bei euch. Nein. Dann habt ihr das falsche Spiel. Jawohl, er hat mit Augensymbol, aber seid ihr denn doof? Nee, wir haben andere Spalte. Das ist nicht Passwörter. Passwörter ist ein anderes Spiel. Erste Zeile, zweite Spalte. Also rechts, meinst du? Ja. Wait. Also es ist Who's on First, heißt das. Wait. Ja. Wait steht da gerade, oder? User genau. Left your channel. Da steht kein Wait. Hier steht wirklich kein Wait. Also... Warte, Wait, ich hab was. Ja. Okay, hast du ein U da irgendwo stehen? U, hahaha. Ja? Ja, ist richtig. Ist richtig. Wunderbar, es passt. So, nächstes Wort ist says. S-A-Y-S. Says. Das unten rechts. Done. D-U-N-E. D-U-N-E. Dann. Hab's. Hast du Sur stehen? S-U-R-E? Ja. Hab ich, ist richtig. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Das letzte Wort ist Display. Display, das unten rechts. Ready. Ready, okay, ready. Lass mich gucken. 1:22. Ready. Hast du Yes stehen? Nein. Okay. Nein. What? Nein. Middle. Ja, ist aus. Wir haben Kabel als letztes und noch 1 Minute. Ich hasse diese Kabel. Ich habe insgesamt 6. Ja. Davon sind 3 rot, 2 schwarz und einer gelb. So, du hast kein weißes Kabel. Nein. Ich bin farbenblind. 47 Sekunden. Ich glaube. Es gibt rote Kabel. Ja, 3 Stück. Es gibt ein weißes Kabel. Nein. Dann trenn das vierte. 1, 2, 3, 4. Richtig. Die Bombe ist aus. 35 Sekunden. Was noch? Ich will mitspielen. Ach so, gut. Fertig? Darfst du nicht. Die Bombe ist aus. Cool. Ich will mitspielen. Nein. Doch. Hey, Killer, komm. Oh, das ist sogar meine beste Zeit. Ich bin begeistert. Nein. Ich will mitspielen. Wir sind halt gut. Deine beste Zeit? Was? Deine beste Zeit? Okay, es tut mir leid. Unsere Leute, beste Zeit. Ja, unsere. Du musst ins Bett, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ja, gute Nacht. Bis ich hab dich lieb. Küsschen links, Küsschen rechts. Ich liebe dich auch. Oh. Ich will mitspielen. Ja, Pech für dich. Ich wollte gemein. Ihr seid so gemein. Da bitte. Als Freund markieren. Okay, ich werde. Er ist ein Freund. Ich werde dann jetzt die nächste Bombe starten, ne? Ich blocken. Warte, erklär mir mal, was ich jetzt machen muss. Oh, wie oft soll ich das denn heute noch erklären? Ja, nee, ich hab jetzt diese PDF-Datei vor mir. Also, es ist ganz einfach. Ich sehe eine Bombe und du hast die Bombenentschärfungsanleitung. Du musst anhand dieser Bombenentschärfungsanleitung und meiner Erklärung mir sagen, wie die Bombe ausgeht. Okay. Okay, jetzt weiter. Haben wir es? Ja, haben wir. Gut, die nächste Bombe heißt Something Different. Warte, wo ist die? Something Different, okay. Wo ist was? Los, jetzt mach! Er hat gefragt, wo ist was? Ich hab das nicht. So, warte, die Bombe lädt. Ach Gott, das wird scheiße. Simon Says. Senso, okay. Ich habe einen Vokal und keinen Strike. Und es leuchtet rot. Warum sagst du eigentlich mal die Strikes an? Weil das wichtig ist für dich. Du brauchst die Strikes. Steht hier, ne? Achso, da ja. Welche Farbe wird dir angezeigt? Okay, Senso. Ja. Ich habe ein leuchtendes Rot. Ich habe ein A als Vokal und keine Strikes. Dann nehm mal Blau. Scheiße! Blau ist richtig. Ja. Rot, Blau. Also ich muss jetzt wissen, was Blau ist. Also Blau ist Rot. Wie das klingt. Okay. Gelb. Gelb ist grün. Ja, ist richtig. Und
Oh Gott, das wird jetzt schwer, glaube ich. Warte. Scheiße, falsch. Ah, verdammt, ich hasse das. Jetzt habe ich einen Strike. Ein Strike? Welche Farbe? Ja, das wird jetzt blöd. Scheiße. Warte. Rot, blau, gelb? Ja, rot, blau, gelb. Was? Rot ist gelb. Blau, nee, rot ist gelb, blau ist grün. Ach, scheiße. Blau, gelb ist rot. Ich bin gerade total durcheinander. Okay, du hast rot, blau und gelb. Rot, blau, gelb. Rot, blau, gelb, rot, gelb. Leuchtet hier bei mir. Rot, gelb. Blau, gelb, blau, rot, gelb. Rot, gelb. Was? Rot, gelb, blau, gelb, rot, gelb. Grün, rot. Warte, nochmal. So, du hast rot, blau, gelb. Ja, rot, blau, gelb, rot, gelb. Okay, gelb, grün, ja? Rot, ja? Gelb, rot. Ah, richtig, meine Güte, ich bin begeistert. Ich war gerade so voll durch deine Kabel. Kabel? Na, fast sind Kabel. Sind 2 Minuten 40 Sekunden. Okay, welche viele Kabel? 6. Okay. Auf welcher Seite sind die Kabel? Ganz oben. Hast du irgendwelche roten Kabel? Ich habe 2 rote. 2 blaue, 2 gelbe. Okay, wie viele? 2 rote, 2 gelbe. 2 rote, 2 gelbe, 2 blaue. Es gibt keine gelbe Kabel. 2. Okay. Und trennen sie als vierte. Richtig. Und wir haben noch 2 Minuten 10 und das ist jetzt ein neues Spiel. Wir haben geschwungene Kabel. Okay, geschwungene Kabel, das ist weiter unten, glaube ich. Komplizierte Verkabelungen. Ja, komplizierte Verkabelungen. Die von oben nach unten gehen mit Sternchen und leuchtenden Indikatoren. Ja. Von oben nach unten. Da hast du auch 6 Stück, oder? Gibt es, ja. Es gibt eine LED über jedes Kabel. Ja, eine LED über jedem Kabel. Unter den Kabeln kann auch ein Stern sein und die Kabel haben verschiedene Farben. Ach du Scheiße, was jedes, ist... Jedes Kabel kann mehreren Farben gestreift sein, what the fuck. Ich habe noch 1 Minute 30 Sekunden. Viel Spaß beim Durchlesen, ich komme damit nicht klar. Ja, das hoffe ich mal nicht. Ich habe noch einen Haufen Fans, die was von mir wollen. Ja, die haben Pech dann wohl. Ach so, die haben Pech. Ah, die blöde Uhr. Okay, was Buchstaben hast du da? Buchstaben hast du da? Nein, jetzt sind keine Buchstaben. Wieso Buchstaben? Da müssen Buchstaben stehen. Ich habe, das erste bei mir ist ein rotes Kabel ohne ja. LED und Stern. Ohne LED und Stern. 60 Sekunden. Ohne LED und Stern. Rotes Kabel. LED hat Sternsymbol. Warte. Ich, ist es C, P, S oder S oder S oder S oder B oder D oder B? Ist die letzte Seriennummer eine gerade Zahl? Bei dem Rot. Ja. Dann kappt man das Kabel. Richtig. So. Das zweite ist wieder ein rotes Kabel mit LED und Stern. 25 Sekunden. Mit LED und mit Stern. Ja. Wo guckst denn du das nach, auf welche Seite? 20 Sekunden. Scheiße. 10 Sekunden. Mit LED und mit Stern. Ja. Scheiße, ist das kompliziert. 5 Sekunden. So, ich möchte allen Leuten danken, die mir... Hat die Pumpe 2 oder mehr Batterien? Ist zu spät, ich bin tot. Wo hast du das gefunden? Ey, pass auf, geh mal auf die Seite mit dem komplizierten Kabel. Ja, bin ich. So, da hast du ja unten die Anleitung, ne? Mit C, D, S, P, M, B, ne? Ja. So, dann links neben dran ist da so eine Legende mit den Strichen. Was ist, Kabel hat rote Farbe, ist ja eine Punkt-Strichlinie, ne? Und so weiter. Mhm. So, da musst du da oben in dem Gewirre gucken. Das sind ja diese ganzen Kreise. Mhm. Ich hatte jetzt gerade, wenn das Kabel eine LED an ist und am Sternsymbol, dann musst du gucken, wo sich diese dick gepunktete Linie und diese dünne gepunktete Linie sich kreuzen und den Buchstaben in der Mitte und den Buchstaben eine LED an ist und am Sternsymbol. Okay. Dann musst du gucken, wo sich diese dick gepunktete. Okay, dann nicht. Okay, kann ich neu starten? Jo! Okay. Uiuiuiui. Och, nicht Simon Says. Oh nein, verzinkte. Oh Gott! Simon Says als erstes. Okay, dann fangen wir an. Ich hab kein Strike und ich habe. Ich glaube kein Vokal. Nee, kein Vokal dürfte ich haben. Es leuchtet bei mir. Nee, warte mal. E ist ein Vokal, ne? Ja. A, E, I, O, U. Ja, dann habe ich ein Vokal. Und okay. Kein Strike und blau. Rot. Rot? Ja. Zweimal rot. Warte. Rot. Blau. Ja.
Ja? Gut, ich hab's ausgekriegt von alleine. Kabel. Was für Kabel? Normale Kabel. Wenn ich nichts sage, ist dann das normale Kabel. Okay. Dann 4 Stück. Okay. 2 rot. Kabel. 2 rot, einer schwarz, einer blau. Sind die Kabel? Ganz oben. Oh. Ist die letzte Ziffer ungerade? Hallo. Seriennummer ist ungerade, letzte Ziffer. Okay, was? Letzte was ist rote Kabel. Ich war gerade nicht da. Wir haben Kabel. Letzte rote Kabel. Hier ist kein letztes rotes Kabel. Ich habe 2 Kabel oben. Oh, nee, warte, du meinst das letzte Kabel, was ich habe als rotes, oder wie? Ja. Oh, cool, war richtig. Okay, jetzt wird's interessant. Ich habe, oh Gott, jetzt klingelt die Uhr, scheiße, ist ja weg, ich hasse die Minifest. Wir haben kreuzende Kabel. Ja, komplizierte Kabel. Komplizierte Kabel, ja, das ist ein Panel, wo ich mehrere Zahlen habe und also links Buchstaben, rechts, links Zahlen, rechts Buchstaben, so rum. Und die Kabel sind immer jeweils mit einem Buchstaben und einer Zahl verbunden. Was? Davon habe ich insgesamt 4 Panels. Ich hatte es gerade. Ah ja, ich auch, ja, ich hab's. In diesem Modul sind verschiedene Panels. Was für eine Seitenzahl? 14. Danke. Ich find's gerade nicht mehr, auf welcher Seite war das. 14! Achso. Welche Farbe haben die paar Kabel? So, das ist jetzt wichtig, hört mir zu. Wenn ihr jetzt aus der Tabelle ein Rot nimmt, müsst ihr in der Tabelle ein Rot runtergehen. Ne? Ihr dürft, müsst für jede Farbe die Tabelle einzeln nehmen, quasi. Mhm. Okay, aufkommen, rotes. Also, hört mir jetzt zu. Das erste Kabel ist 1, rot, A. 1, rot, A. Trennen, falls mit C verbunden, also nicht trennen. Nicht trennen. Nee. Das zweite Kabel ist 3, blau, B. Durchtrennen. Durchtrennen, ja. Eben ist richtig. Das nächste Kabel ist 4, rot, B. Nee. 4, rot, B. Ja, 4, nicht rot, trennen. B, nee. Nicht? Nee. Nein. Okay, das nächste Kabel ist 5 blau B. Ja, trennen. Nicht trennen. War falsch. Hä? 5 blau B ist trennen. Ja. Das rote Kabel musste ich übrigens auch durchtrennen. Ich habe jetzt 2 Strikes. Das rote solltest du ja durchtrennen. Ich hier nicht durchtrennen, steht. Egal, dritte Ebene. 7 rot B. 7 rot. Ja. Ja. Ich bin explodiert. Hä? Trennen, falls verbunden mit A, B oder C. Also, ich habe das mal so verstanden, dass ihr, wenn ich jetzt sage, meinetwegen rotes Kabel, ne, ist jetzt scheißegal, welcher Buchstabe und so, dann müsst ihr, wenn nach diesem Kabel in der Tabelle bei Rot einen runtergehen. Also wenn du 5 rot, zum Beispiel 5 rot sagst, müssen wir aber in der bei der roten Tabelle beim 6. gucken oder was? Nein, ihr müsst nach der Anzahl der Kabel gehen. Also wenn ich jetzt 3 rote Kabel hatte, müsstet ihr denn, wenn ich das nächste rote Kabel habe, bei der 4 sein. Ja. Also wir versuchen es nochmal. Wir schaffen es nicht. Kann ich mal versuchen, die Bombe zu entschärfen oder muss man sich da was dauern? Hast du das Spiel? Weiß ich, wie heißt denn das? Keep Talking and Nobody Explode. Hast du 15 Euro? Nee, hab ich nicht. Na, dann kannst du es auch nicht spielen. Na los, jetzt mach nochmal. Okay, ich lade die Bombe nochmal. Und ja. Verkreuzte Kabel, damit fangen wir jetzt mal an. Genau. Und ach nee, nicht verkreuzte Kabel. Okay, jetzt los. 1 blau A. 1 blau A. Nicht durchtrennen. 2 schwarz C. Durchtrennen. War richtig. Ebene ist korrekt. 4 rot B. Ich durchtrenne. Nicht? Warte, wenn es ja so wie du bist, durchtrenn mal. Falsch. Dann war es nicht so, wie du es vorhin erzählt hast. Ja, ihr müsst ja jetzt beim roten Kabel als erstes ausgehen. Das ist jetzt das erste rote Kabel bei euch in der Tabelle. Okay, danach geht's so. Und dann kommt jetzt, wenn ich nochmal rot habe, das zweite rote Kabel in eurer Tabelle. Ja. Wir hatten doch jetzt schon einmal rot am Anfang. Warum, was sagst du dann für Zahlen? Die sind hier mit der Zahl bei mir verbunden. Aber, ich kann auch nur die Farbe und den Buchstabe sagen. Dann habe ich ja, jetzt. Mach das doch dann so. Hab ich jetzt. Wenn du sagst 7, dann guck mir beim 7. roten Kabel, wenn du sagst 7. Ich muss das machen, was hier auf der Bombe steht, okay? So, rot A. Rot A. Sind jetzt beim 2. roten Kabel? Ich gehe mal zurück.
Das müsste jetzt das zweite rote Kabel sein, ja? Dann nicht durchtrennen. Schwarz B. Weil also, schwarz B nicht durchtrennen. Nicht durchtrennen. Blau B. Wie viele blauen? Zweite. Dann nicht durchtrennen. Ja, das ist das zweite. Nicht durchtrennen. Ja. War richtig, Ebene ist korrekt. Blau B. Durchtrennen. Mhm. Rot B. Nicht durchtrennen. Schwarz C. Nicht durchtrennen, glaube ich. Modul ist aus. Herzlichen Glückwunsch. Zahlenmerkspiel. Ja. Wo ist das? Das war... Ich weiß nicht, wie es heißt bei euch. 2 Minuten 45 noch. Das Zahlen. Erinnern, das ist Seite 11. Danke. Okay, Stufe 1. Welches was wird auf ich habe eine 4. Warte. Angezeigt wird 4. Okay. Wenn der Knopf in der vierten Position. Das ist eine 2. Okay. Ja. Das was nächste ist eine 2. Stufe 2, Display 2. Drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Stufe 1. Also die vierte Position. Das ist eine 3. Ich habe eine 1. Eine 1. Drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 2. Eine 3. Das ist eine 2. Eine 3 musst du drücken. Eine. Na scheiße, ich habe mich vertippt, tut mir leid. Okay, nochmal von vorne, eine 1. Eine 1. Ja. Eine 1, ja. Drücken Sie den Knopf in der zweiten Position, Stufe 1, Display 1. Also die. Ja gut, zweite warte, Position was war. Was bist du jetzt? Stufe 1 oder was? Ich war jetzt wieder Stufe 1, jetzt habe ich gerade die 2. Die 2 war auf der 2. So, jetzt habe ich noch eine 1. Zweite Stufe. Drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift 4. Ist die vierte Position? Nein, den Knopf. Wo ja, ist richtig, drauf. Ist richtig. Achso. So, jetzt habe ich eine 3. Welche Position war die 4 bei dir? Die 4. Drücke den Knopf in der dritten Position. Das ist eine 3. Ich habe noch 60 Sekunden. Eine 4. Drücke den Knopf in derselben Position wie in Stufe 2. Das ist eine 4. Und eine 1. Drücke den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 1. Ist aus. Ich habe noch 25 Sekunden Kabel. Welche Kabel? 6 Kabel. 6 Kabel. Was für Kabel? 6 Kabel. 15 Sekunden. Zwei rote, ein weißes, ein blaues, ein gelbes, ein schwarzes. Vierte Kabel. Ein gelbes mehr und mehr als ein weißes. Durchtrennen wir das vierte Kabel. Hab ich gemacht. Das war richtig. Oh, das war... Oh, eine Sekunde 67. Das war nur geraten. Das war nur geraten? Willst du mich umbringen oder was? Nee, ich dachte, wie, es gibt rot, es gibt alles, also vierte Kabel. User left your channel. Ich bin gegangen. Ey, so. Bester Beruf? Bester Beruf, ja. Bombenentschärfer. Ist so. Ja, ich hab geraten. Was? Okay, fair game. 5 Module. Ja, bisher sind wir nur einmal gestorben. Geht ja noch. Boah, besser als so manch anderen Versuch, den ich bisher hatte. Okay, ja. Jetzt geht's mal ein bisschen witzig hier rein, ne? Oh mein Gott, jetzt geht's los. Komplizierte Kabel machen wir als erstes. Oh nein! Komm, nein, wir machen was anderes. Ja, ne, die komplizierten Kabel, dann mach leg los. Ja. Okay, ich habe. Brauchst die Seriennummer, ne? Sekunde. Nein. Nein, brauchst du nicht. Gut, dann habe ich ein rotes Kabel mit einem leuchtenden. Ein rotes Kabel mit einem mit LED? Ja, rotes Kabel, LED, kein Stern. Dann ist das S. Kappen ja. Sie die Kabel, wenn die letzte Ziffer die Seriennummer gerade ist. Ungerade, genau, also nicht. Gerade. Nein. Wenn sie gerade ist, kappen, wenn sie ungerade ist. Ja, dann habe ich dann nicht graben. So, der zweite weiter. Kabel ist blau mit Stern ohne LED. Blau mit Stern. Blau mit Stern. D. Durchtrennen Sie das Kabel, wenn die Bombe einen parallelen Port besitzt. Oh Gott, was war ein paralleler Port nochmal? D. Ach D, nein, das ist nicht D. Blaues Kabel, nicht rotes Kabel. Ja, blau. Blaues Kabel mit Stern ohne LED. Mit Stern, ja. Ach ja, ich hab's ja schon. Gut. Ey. Es geht hier um sein Leben. Ja, immer noch. So, ja, weiter. Also nicht durchtrennen. Wenn es einen parallelen Port hat, musst du es durchtrennen. Ich weiß gerade nicht, ob ich einen parallelen Port habe, deswegen gehe ich jetzt erstmal auf den nächsten. Weiß mit Stern ohne LED.
Weiß was? Weißes Kabel ohne weißes Kabelstern ohne LED. Da bin ich ohne weißem Kabel stehen. Stern LED einfach gucken. Ich habe noch 3 Minuten 22 Sekunden. Was war noch mit weißes Kabel ohne LED mit Stern. Sind da 2 Batterien oder mehr dran? 2 Batterien. Ich trenne einfach mal. Richtig. Blau-weiß mit Stern. Blau-weiß mit Stern, ja. Blau-weiß mit Stern. Blau-weiß mit Stern. Ja. Stern. 3 Minuten. Ich hab hier gar nichts von einem weißen Kabel stehen. Ja, weiß einfach wegdenken. Nie einfach wegdenken. Blau-weiß mit Stern. Wir sind noch beim ersten Modul und haben die Hälfte der Zeit verkloppt. Paralleler Port. Brauche ich den parallelen Port da auch? Ja. Scheiße, ich glaube ja, weiß ich nicht. Nein, war falsch. Ich kann nicht sagen, was ein paralleler Port ist. Leck mich, ich habe 2 Strikes verbraucht. Sind die längeren, die ganz lang mit. Okay, dann habt ihr schon mal dann habt ihr schon mal irgendwie Scheiße gebaut, weil das erste Kabel, das rote mit LED, musste ich auch durchtrennen. Hä? Warte, du kennst doch die VGA-Anschlüsse, oder? Oh, das wird mir zu viel. Du kennst doch einen VGA-Anschluss für Monitor, oder? Warte mal, ich mach mal kurz die Bombe aus, warte mal. Die Bombe schaffen wir sowieso nicht. Pika, du kennst doch VGA-Anschlüsse, oder? Ja, warte doch mal ab, Mensch. Gib mir eine Sekunde. Ich kann dir aber nur 2 geben. Ich mach's einfach mal kurz bei mir auf die Bombenentschärfungsanleitung und scroll mal zu den Ports runter. Weil ganz unten sind die Ports drinne. Ich wollte dir doch gerade erklären, wie der aussieht. Ja, dann erklär mal. Ich guck, ob's richtig ist. Okay, du kennst doch Dankeschön. Du kennst doch diese VGA-Anschlüsse. Einfach diesen längeren VGA-Anschluss. Ja. Ja. Ja, weiter? Ja, das war's. Ach so. Wow, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie eine gute Erklärung. Ja, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aber dann hatte ich keinen parallelen Port. Hast du, sehr gut. Ja. Okay, egal. Ich dachte nochmal die Bombe. Welche hatte ich jetzt? Fair Game? Ich weiß nicht. Ja, die müsste ich haben. Okay. This screen is for my eyes only. I know. Liebes Spiel. Oh, das sieht einfach aus. Wir haben 2 Knöpfe. Ein Knöpfchen. 2 Knöpfe. Einer davon ist blau und einer davon ist rot. Auf dem blauen Knopf steht Hold. Cool. Aber ich habe nur 2,5 Minuten, also macht schnell. Wenn noch rot draufsteht, soll man draufdrücken. Hä? Wenn da Hold draufsteht, soll ich draufdrücken? Nein, wenn da rot ist und Hold draufsteht, soll man kurz drücken. Ja, ich habe einen roten und einen blauen Knopf. Auf dem roten steht Press, auf dem blauen Hold. Okay, dann gucken wir schon mal nach Press. Ich habe noch 2 Minuten. Press gibt's ja natürlich wieder nicht. Ich habe 2 Minuten. Einmal Press, einmal Hold. Es ist ja nicht so, als ob ich hier gerade um mein Leben bettle. Rot und der Knopf sagt Hold, dann drücken sie den Knopf. Ja, aber da steht ja Press drauf. Auf dem roten steht Press, auf dem blauen steht Hold. Achso, ich weiß wieder, wie es geht. Wenn sie den Knopf, halt mal den blauen Knopf gedrückt. Gelb. Losleisten, wenn der Timer bei Position 5 ist. Super, ich verschwende jetzt bei 2,5 Minuten 5 Sekunden, ich bin ein Held. Gut, roter Knopf und Press. Wir haben noch 1 Minute und noch 3 Module. Das trifft von allen nichts, wieder gedrückt halten. 60 Sekunden. Weiß. Genau, welche Streifen? Weiß. Weiß. 1. Nach Position 1. Super, ich habe noch 51 Sekunden für 3 Module. 3 Kabel, 4. Nee, 4 Kabel, ganz oben. Gibt es mehr als ein rotes? Ja, nein, ich habe ein rotes, ein schwarzes, 2 gelbe. Ah, warte, gibt es mir ein rotes? Du hast kein weißes Kabel. 35 Sekunden? Nein, habe ich nicht. Ich trenne das Kabel einfach. Welches Kabel? Das zweite. Das vierte war richtig. Symbole. Echt? Das vierte? Okay, dann geht er. 25 Sekunden. Kronleuchter. AE Omega 3 umgedreht mit 2 Punkten. Sag mal.
Kronleuchter, AE, Omega, umgedrehtes E mit 2 Punkten. Omega, warte, Kronleuchter? 14 Sekunden. Habe ich euch eigentlich schon mal die Geschichte davon erzählt, dass ich nicht explodieren wollte? Hey. Ich meine, das ist eine sehr witzige Geschichte. Und zwar geht es darum, dass ich nicht explodiere und ein Bombenentschärfungskommando mich mir vor dem Tod bewahrt. Du ich bin übrigens tot. Ich hab's gesagt. Ja. Geht ja noch. Wollte ja gerade sagen, also. Ja. Ich mach mal wieder ein Modul mit 5 Minuten. Ich glaube, das funktioniert bei euch besser. Das weißt du doch. Ja, ne? Ich bin so von professionellen Leuten umgeben. Oh Gott, Mausen. Wir sind die Experten. Mausen! Okay. Lang, los. Kurz. Pause. Kurz. Okay, wir haben lang, kurz, lang. Ich wette haben... immer noch. Ja. Gibt kein lang, kurz, lang, kurz, lang. Kurz, Pause, lang. Kurz. Jetzt bin ich schon raus. Lang, kurz, Pause. Okay. Lang, kurz. Na, wo bist du? Das ist ein B. Es könnte Boxes lang, sein. Kurz. 5. Pause. Kurz, Pause. Versuch's. Versuch's mit 3,535. Falsch. Nur geraten. Halt, ich wusste mir. Dann wird es Brick sein. 3,575? Falsch. Achso, 3600. Wenn das jetzt nochmal falsch ist, bringe ich dich um. Es war falsch. Dann ist es Bistro. 3,552. Es könnte aber auch Break sein. Es könnte auch eine kaputte Bombe sein, ne? Ich glaube, es war ein E für Explode. Moment. Es war ein einfaches Pause, ne? Okay, wir hatten ein B und damit wollten wir eins von 6 B-Wörtern ausprobieren. Ah, ihr hattet 6 B-Wörter? Ach, schön. Ich wusste nicht, dass es wirklich noch mehrere B-Wörter gibt. Weißt du, noch Bombs. Ups. Weißt du, ich bin begeistert von eurer Kompetenz, Leute. Ihr solltet unbedingt zur Polizei gehen. Das könnt ihr echt gut. Ihr seid gut darin, sterbenden Menschen flute Laune zu geben. Wisst ihr das? Naja, wir lächeln. Ihr solltet bei der Telefonseelsorge arbeiten oder sowas. So, ja, nochmal. Kein Mausen. So, wir haben ein neues Spiel. Das neue Spiel besteht aus 5 Buchstaben und jeweils 5 Pfeilen oben und 5 Pfeilen unten. Ich darf mir von den Buchstaben immer verschiedene aussuchen. Also ich kann, das ist Passwort. Passwort. Ich kann zwischen den Buchstaben hin und her schalten. Okay. Okay, jetzt hört mir gut zu. Ich lese euch jetzt die ersten Buchstaben vor, die ich habe. In der ersten Reihe. R. Y. J. D. T. L. Habt ihr? Was können wir damit jetzt machen? Ihr sollt mir sagen, ich habe jetzt hier 5 Buchstaben und ihr habt da Passwörter, soweit ich weiß. Die Knöpfe über und unter lassen sich die mit nur ein Buchstaben nimmt ein Wort zu anderen. Okay, jetzt soll mich auch noch raussuchen. Ja, ihr sollt mir sagen, welches Passwort ich nehmen soll. Ja, wir müssen die Buchstaben hier oben erstmal umstellen. Ja, und deswegen habe ich euch gerade die erste Reihe vorgelesen. Und wenn ihr mir jetzt sagt, dass ihr nicht mitgekriegt habt, welche Reihe oder ich habe aufgeschrieben. R, Y, J, T, D, L. Okay, die zweite Reihe. X, U, P, H, Z, M. Habt ihr? Okay. Weiter. S, E, A, T, M, J. Haben die Buchstaben die Persönlichkeiten oder immer sowas? F, X, Epsilon, H, B, S, F. Und die letzten X, P, F, K, E, L. Könntest du nochmal wiederholen, die letzten? XPFKLE. Ja, genau. Okay, jetzt müssen wir erstmal über. Okay, und jetzt habe ich effektiv 2 Minuten meiner Zeit verschwendet. Ja. Erstmal alles mit R durchgucken. Nö. Erstmal alles mit Y durch. Ich schreibe schon mal mein Testament, okay? Kannst du richtig machen. Gut, danke. Nö. Ich bedanke mich bei meiner Mutter und bei meinem Vater.
Wofür? Dass ihr mich in die Welt gesetzt habt. Ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert. Ich schon. Ich habe euch gerade Buchstaben gegeben und anhand dieser Buchstaben müsst ihr mir sagen, welche Buchstaben ich bei mir einstellen soll, damit ich das richtige Passwort kriege. Ja, macht er das doch jetzt. Ja, das dauert lange. Ja, ich will nicht sagen, aber ich habe noch 2,5 Minuten von 5, ne? Ne? So mal. Ja. Ich meine, meine Eltern hatten bestimmt Spaß, als sie mich mühevoll gezeugt haben und das soll... Ich glaube, das war... Und das soll, deine das erste Reihe kann schon mal keinen Sinn ergeben, weil ich dazu kein Wort finde. Du weißt schon, dass die Buchstaben alle durcheinander sind, ne? Ich weiß, aber ich finde kein Wort mit einem Y drin. Ich meine, es ist bestimmt sicher lustig, wenn jetzt andere Leute mir gerade... oder. Was ist mit Study? Study hat ein Y drin! Ja, dann ich versuch mal Study. Every hat ein Y drin. Ja, aber nirgendwo ist R, Y, J, D, T, L drin. Versuch Every. Ich hab kein E am Anfang. Da drinne? Dann versuch After. After. Da ist auch kein Y drin und auch kein J. Ich hab kein A am Anfang. Was denn? Also am Anfang. Meine ersten Buchstaben sind R, Y, J, D, T, L. Versuch Right. Gibt's nicht, geht nicht, ich hab kein I als zweites. Hast du irgendwo ein J drinne? Irgendwo hatte ich glaube ich eins, ja, als viertes. Ach so, in der Spalte meinst du das? Ah, ich dachte. Ach so, du wusstest jetzt natürlich 3,5 Minuten nicht, wie ich das erkläre oder was? Sorry. Ich danke meiner Mama und meinem Papa, dass ihr mich so mühevoll in die Welt gesetzt habt. Es war sehr schön auf diesem Planeten, als ich mich dazu entschloss, Bombenentschärfer zu werden. Leider hat mir die Polizei die kompetentesten Idioten des ganzen Teams zur Verfügung gestellt, die mich mal wieder vor eine Bombe gesetzt haben und darauf warten, dass der Timer langsam auf Null geht. Mittlerweile habe ich 60 Sekunden erreicht und ich könnte eine gesamte Morningshow damit führen, meine Damen und Herren. Das ist echt schön! So quatscht und sag nochmal die erste Reihe. Wisst ihr, was das Schöne ist? Es ist scheißegal, was ich jetzt mache, wenn ich werde eh explodieren. Ich habe noch 45 Sekunden und 5 Minuten. Tut mir leid, ich würde gerne mal heraus, das ist doch unmöglich. Das schafft doch nicht mal Computer. Ja doch, ich habe das schon oft genug geschafft. Ich habe das schon mit anderen geschafft, weißt du? Dann hör auf und rede! Ich rede doch die ganze Zeit, was willst du von mir? Soll ich die Geschichte von My Little Dashy vorlesen, während ich hier um mein Leben flehe? Ja, das wäre süß, dann würden wir alle weinen. Ja. Weil ich dann tot bin. Ey, habt ihr den zweiten Teil euch mal durchgelesen? Nein. Ihr müsst ihr sehen, da gibt's das, wenn man das guckt, sich an. Also, wenn da kommt das Happy End. Du, warte mal, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich werde in 10 Sekunden sterben, ne? Hast du Pech? Ach so, Pech? Ach so nennt man das, also ich hab Pech? Oh mein Gott, heute muss mein Glückstag sein, ich hab Pech! Ja. Und gestorben. Okay, beim zweiten hast du gerade auf meinen Monitor geguckt oder warum wusstest du exakt auf die Sekunde genau, wann die explodiert? Es war Gefühl. Hast du weibliche Intuition oder was? Sollte mal sagen, hier, worum es im zweiten Teil geht? Erzähl. Nein! Okay, es geht darum. Nein! Dann mute dich mal kurz. Nein! Arschgeburt! Arschgeburt? Seid nicht so gemein. Okay, es geht darum. Dass nachdem Rainbow Sphere zurückgeschickt wurde, findet der Typ wieder ein Päckchen. Darin ist ein VHC-Kassette drin. Die schiebt er in seinen VHC-Rekorder rein. Dann kommt er mal Discord aus dem Fernseher. Das wird zu der Zeit, wo Discord zum ersten Mal wieder in Stein verwandelt wurde von den Main Six. Dann hat er gesagt, ja komm, ich nehme dich mit nach Equestria, du hilfst mir rauszukommen. Ist rausgekommen, hat Rainbow Dash nicht erinnert, sagen wir so, im Endeffekt war es so. Discord hat Rainbow Dash und ihn unter seine Kontrolle gebracht. Rainbow Dash hat sich wieder erinnert. Dann, ich meine, er hat sich wieder erinnert nach einer Zeit, während das Kampf, weil die gekämpft haben. Dann hat Rainbow Dash sich wieder erinnert, haben sich beide wieder erinnert. Dann wollte Discord ihn abstechen, hat Rainbow Dash abgestochen, weil er vor ihn gesprungen ist, irgendwie ihn zu beschützen. Dann hat er sich gewünscht von Zestia, dass er wieder lebt, er wieder in seiner Welt schon, weil er musste und so, und jedes Alicorn kann für jeden einmal einen Wunsch erfüllen, egal welcher er ist. Und dann hat irgendwie Twilight am Ende Weg gefunden, wie Luigi Rainbow Dash einmal durch die Welten schicken kann. Und er wurde vor die Zeit geschickt, bevor Rainbow Dash gekommen ist, und hat mit seiner Freundin ein Kind bekommen. Danke. Game Pony 2, ich bin derselben Meinung wie du, die Aufmerksamkeitsspanne ist hier sehr, sehr stark. Ich weiß. Darf ich jetzt die Bombe neu starten? Ja, ihr hättet auch einfach sagen können, das wollen wir nicht wissen. Nein, weil ich unterbreche keine Leute. Das solltest du aber machen. Nein, ich halt Mausen!
Achso, Mario. Kurz, 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 Pause. Lang, Pause. Kurz, kurz. Ihr macht jetzt die Pause ja, kurz, oder? Jo. Gut. So, wir haben kurz, kurz, kurz am Anfang. Das ist ein S. Dann haben wir ein einfaches lang. Kurz, das ist ein kurz, kurz. Pause. Lang. Pause. Kurz, kurz. Ja. Ist sie gerade nur bei mir so abgehakt? Ja, nicht bei mir auch. Ich hab sie nicht. Nochmal bitte. Ich hab dich nicht verstanden. Hast Torben dran schuld? Hallo? Hallo? Hi. Ja, Sunshine macht dir doch die Maus. Ja, aber sie ist. Jetzt Sunshine nochmal bitte. Ich hab nicht. Ja, klar, warum nicht? Ja, ist ja kein Problem. Ne? Ist ja nicht so, als ob ich gerade eben schon mal gestorben bin. Warte, ich muss nochmal zurück. Tanzen wieder. Jetzt erklär's ihm schnell. Ja, ich hab die Bombe ausgemacht. 592. Ich mach nochmal neu an, okay? Ich hab die Bombe gerade ausgemacht, weil sie ja raus. Ich dachte, hören die mich nicht? Was ist denn jetzt los? Ja, du warst gerade sehr abgehackt und dann kam mal so ein, zwei Sekündchen immer mal was rüber. Ja, und dann habe ich die Konnektion gelostet. Die Konnektion? Gelostet. Du meinst genau. Die Connection? Nein, die Konnektion. Ja. Ich starte die Bombe jetzt neu. Okay, ich kann mit dem Morsecode nicht anfangen, das muss dann schon. Okay. Habe ich nochmal einen Morsecode? Nein, habe ich nicht. Ich, okay, ich habe jetzt nochmal das mit dem Passwort. Ach du Scheiße. Mit diesen fünf Buchstaben. Du willst sterben. Ich möchte jetzt, dass du das ordentlich machst, ne? Ja, dann mach das. Ja, ich habe schon verstanden. Okay. Die erste Reihe durch. Die erste Reihe ist G, Y, ja. V, F, T, Q. Ja. Die zweite Reihe ist I, X, U, H, J, O. Ja. Dritte Reihe. N. F. I. E. H. K. Mhm. Vierte Reihe. S. W. U. G. P. N. Und die letzte Reihe ist C. K. N. Q. M. A. C. Wie kann denn in der letzten Reihe eins mehr sein? Ja, dann habe ich mich gerade um eins verdüdelt. Habe ich, glaube ich, zweimal C gesagt, ne? Nein, C, K, N, Q, M, A, D. C, K, N, Q, M, A, C. Ja, ein C zu viel. Okay. Gut, dann kann es, was gibt's denn hier? 3,35. Irgendwas mit G. Ja. Weißt du was, Rainbow Dash, in der Zwischenzeit machen wir Kabel. Ja, wenn man Stift. Ah, Stift. Okay, ich will ja Kabel. Sunshine löst den Code. Sie hat 3 Minuten dafür Zeit. Okay, wie viele Kabel? Ich habe 6. 6 Kabel. 2 schwarz, 2 blaue, 2 rote, 1 schwarzes, 1 gelbes. Warte, 6 sind schwarz? Genau. Ja, 6. Kein weißes. Kein weißes. Trenn mal das vierte. Richtig. Oh Gott. Na komm jetzt. Komplizierte was? Kabel. Na, hast du hier was anderes vorher? Simon Says. Na, nehme Simon Says lieber. Hast du in deiner Seriennummer ein Vokal? Ja. Okay. Hast du einen Strike? Nein. Gut. Es leuchtet grün. Grün ist gelb. War richtig. Rot. Rot ist blau. Ich bräuchte einmal die dritte Zahl von der ersten Zeile. Warte kurz. Rot, rot, gelb. Gelb ist grün. Ist aus. So, was? Welche Buchstaben brauchst du? Die dritte Zahl von der ersten. E-Y? In der dritten Reihe habe ich N,
F, I... Nein, erste Reihe. Ach so. G, Y, V, F, T. Zweite Reihe, die erste, das erste? I. Also noch ein I, gut. Dann ist es ein F. Okay, komplizierte Kabel. Komplizierte Kabel, na gut, das schaffen wir auch nicht. 1:30. Okay, ab. Das erste ist rot mit LED und Stern. Rot mit LED und Stern. Versuchsart, hat es mit 2 oder mehr Batterien? Ja, mehr Batterien. Dann Durchtrenner B. Ich meine Durchtrenner. Richtig, glaube ich. Dann habe ich ein blau-rotes Kabel ohne LED und Stern. Blau-rot. Spannend. 1 Minute. Das schaffen wir wieder nicht. Oh. Versuch's mal mit. Ja. C. Also C, durchtrennen. War falsch. Darf nicht falsch sein. Rot mit LED ohne Stern. Rot mit LED ohne Stern. 40 Sekunden, ich sterbe wieder. Viel Spaß dabei. Mach ich auch nur meinen Job. Versuch mal. Eben nicht durchtrennen. Weiß ohne LED und ohne Stern. Ohne LED und Stern. Ohne LED ohne Stern. 20 Sekunden. C. Also durchtrennen. Ja. Dann habe ich noch ein blaues Kabel ohne LED und Stern, aber ich explodiere in 5 Sekunden sowieso. Also, habt ihr noch was zu sagen? Nein? Danke. Tschüss. Ja, tschüss, danke. Super. Du hast mir, glaube ich, irgendeinen Buchstaben falsch gesagt, weil keins von den allen passt. Aber irgendwas muss passen. Oder ich habe es vielleicht nur falsch gehört, weil manchmal ist ein B ein D und ein Q ist ein U. Dann hör doch einfach mal zu. Du alte Kuh, das hat sich gerannt. Oh, hast du gerade dich selber Kuh genannt? Das kannst du nicht tun. Ja, schon gut. Aber das Spiel bockt ja zumindest mal, muss man mal denken und nicht sowas wie Call of Duty. Call of Duty. Okay, ein Versuch machen wir noch, okay? Ja, dann gehe ich ins Bett. Guck mal auf die Zeit. Erstmal das und dann will ich das Video gleich auf YouTube hochladen. 5000 Klicks, nur weil wir dran sind. Das glaube ich nicht, aber gut. Retree. Okay, letzter Versuch für heute. Retree. Wir haben verkreuzte Kabel. Okay, damit kannst du mich mal. Also diese die verkreuzten Arschdinger. Ja, die Kreuzkabel. Kreuzkabel. Ich habe wieder das Passwort. Sollen wir anfangen, Sunshine? Ja, dann fangt das Sunshine lieber an. Mhm. Okay, die erste Reihe ist H. L. H. 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 Okay. Hose. Ja. Luft. Ja. Kackbaum. Wurst. Zaun. Y. Zaun. Hast du? Ja, weiter. Okay, die zweite Reihe. Mogelbaum. Rekrut. J. Fällt gerade kein Wort ein. Naturholzraspel. Obstsalat. Jo. Kuh, ja, weiß ich auch nicht, Kuh. Das dritte ist... Qualle. Baum. Hose. Vogel. Y. Xylophon. Also Z. U-Boot. So, Scheiße. Das vierte ist U-Boot. Qualle. Lufttransportmittel. Igitt. Dosenöffner. Fotze. Das letzte. Totentanz. Qualle. Ja, X. Luftkissenfahrzeug. Gummiente. Hast du alle Buchstaben? Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Du hast Z mit Telefon und X mit Kabel. Halt die Klappe. Ich hab mich korrigiert. Ich hab vierte Zeile nochmal. Du, mit deinem Xylophon kannst du mich mal. Okay. Okay, F. Ja, F, ne? Fördermittel. U-Boot. Qualle. Luftkissenfahrzeug. Igitt. Dosenöffner.
Dosen öffnen, das ist doch praktisch. Ich schaff die Bombe wieder nicht. Mal, mach mal weiter. Okay, verkreuzte Kabel. Okay. Wir schaffen die Bombe eh nicht, also was soll's. Wir schaffen sie, ob das wird oder nicht. Blau C. Blau C. Das ist ein B, ist ja nicht durchtrennt. Schwarz B. Schwarz B. Durchtrennen. War richtig, Panel, okay. Schwarz B. Schwarz B, nicht durchtrennen. Schwarz B. Wie jetzt? Das ist jetzt das nächste, nochmal, Schwarz B. Okay, durchtrennen. Panel richtig. Schwarz C. Durchtrennen. Blau A. Durchtrennen. Rot A. Nicht durchtrennen. Panel richtig. Blau A. Nicht durchtrennen. Blau B. Nicht durchtrennen. Panel richtig, Ding ist aus. Weißer Knopf mit Hold. Knopf. Wann hier? Weißer. 1 Minute 45. Hold. Roter Knopf, halt mal gedrückt. Blau. Vierte Position. Richtig. Zahlenmerkspiel. Eine 1 habe ich. Eine 1. Drücken Sie den Knopf an der zweiten Position. Was ist das? Eine 4. Eine 4. Eine 4 habe ich jetzt. Eine 4, okay. Drücken Sie den Knopf mit einer Aufschrift 4. Welche Position ist das bei dir? Das ist die zweite. Eine 4. Drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift 4. Welche Position ist das bei dir? Das ist der erste. Okay. Eine 1. Ich habe noch 60 Sekunden. Eine 1. Dann drückt da einmal. Ja? Ja? Zweite Position. Eine 4. Und das letzte ist eine 1. Eine 1. Drücke dort die. Die 4. Irgendwas, wo nicht 4 draufsteht. Das ist der letzte gewesen. 35 Sekunden, nochmal Zahlenmerkspiel. Eine 4. 1. Komm. Eine 4. Was? Die erste Position 4. Okay. 25. Drücke die 4. Was ist an der vierten Position? Was ist das? 2. Okay. 2. Bei. Drücke das. 13 Sekunden. Zweite Position. 4, war falsch. Ich bin tot. Herzlichen Glückwunsch, das war die letzte Bombe. Ich habe keine Lust mehr und ich werde jetzt schon wieder sterben. Der Code wurde wieder nicht geknackt und Ende. Cool. Ehrlich, willst du mich verarschen? Es gab keins mit H, keins mit L, keins mit. Was ist das für ein Buchstabe nochmal gewesen? Das auch nicht. Keins mit W, kein mit Z. Ja, also aber. Ich war jetzt zumindest mal produktiv. Ne, und, ne, das, also. Okay, Leute, ne, also. Ist das Spiel nicht eigentlich auf zwei Personen ausgelegt? Du, es gibt. Am witzigsten ist es, wenn du das noch auf VR spielst. Mit Oculus Rift Brille. Aber ich hab keine. Aber du kannst es mit so vielen Leuten wie möglich, wie du möchtest, spielen. Dann kann jeder eine eigene, quasi Nummer und Position einnehmen da. Und dann sagt man halt, du machst nur das, du machst nur das, du machst nur das. Also ich würde nur diesen Bode machen. Man kann es machen, wie man möchte. Wir können es ja gerne nochmal öfter machen. Ich bin immer dazu bereit. Man muss mich halt bloß drauf ansprechen. Hast du Lust auf eine Runde Payday? Payday? Payday 2. Wenn ich das noch installiert habe, hoffentlich. Weiß ich nicht, ob du es noch installiert hast. Ja. Ich könnte auch ganz blöd sagen, dass wir können auch eine Runde Team Fortress 2 spielen. Ja, das könnten wir auch machen. Mann gegen Maschine hätte ich nämlich sehr viel Lust. Habe ich so lange nicht mehr gespielt. Ich habe auch nur 6 Spielstunden, aber klar, warum nicht? Sunshine! Ich gehe ins Bett! Hast du auf die Uhr geguckt? Ja, und? Geht doch noch. Augenfallen. Sunshine! Weck mich! Bitte! Willst du das? Soll ich? Sollen bitte wir das, nach, sollen wir das in einem RP machen? Zeit möchtest du das? Noch. Wisst ihr was? Möchtest du mit mir roleplayen? Tschüss! Wo ist der X-Topf? Das war jetzt gemein. Sie mag mich anscheinend nicht. Nee. Was? Ach komm, du hast doch schon. Sunshine, du sollst wissen, dass ich dich aber mag. Das okay, das ist ein bisschen peinlich. Und ich hoffe, dass du weißt, dass ich dich sehr mag, auch weil du mich jetzt ein paar Mal hast explodieren lassen. Das hat unsere Beziehung nämlich gefestigt.
Ja, sowas nennt man Stockholm-Syndrom. Ach so. Ah, das ist natürlich scheiße. Aber trotzdem, ne, ich hoffe, dass wir in Zukunft noch öfter zusammenarbeiten und du mich in Zukunft mehr als Freund schätzt, dass du mich nicht ganz so oft sterben lässt. Das hast du alles deinem schönen Freund. Wer war das denn? Meinst du Robin? Ja. Oh, der ist lustig, der Robin. Aber wer ist denn jetzt der Robin? Gamer Luna. Kenn ich auch nicht. Ja. Nein, Sunshine. Wenn du möchtest, können wir öfter mal spielen. Ja gut, dann ist das wieder wie gestern ausartet. Ich komme, weißt du, ich sehe da hin und plötzlich sind alle weg oder stumm geschalten und dann denke ich mir auch nur, okay. Ja, das war gestern etwas blöd. Mir ist gestern nämlich etwas Blödes passiert. Na was denn? Ich sollte gestern für meine Freundin eigentlich Essen kochen. Habe ich auch versprochen, dass ich das mache. Und dann wollte sie Knödel haben. Die Knödel habe ich auch ordnungsgemäß in den Topf gemacht. Und auf der Verpackung stand, das soll eine Minute kochen, richtig? Und dann, ich glaube, 10 Minuten auf mittlerer Stufe kochen. Mhm. So, soweit so okay. Habe ich auch gemacht. Habe es eine Minute kochen lassen. Und dann habe ich auf 3 gestellt den Herd und bin gegangen. In der Zeit haben mich zwei andere Personen auf Teamspeak abgehalten, was gestern halt Gamer Luna und Sunshine war. Hab mich mit denen ein bisschen verquatscht und dann nach einer Dreiviertelstunde stehe ich auf, um kurz in die Küche zu gehen und stell mir so, oh Scheiße, die Knödel! Scheiße, die Knödel. Hast du einen Knödelbrei, ne? Die ging noch einigermaßen. Meine Freundin hat's noch gegessen. Dann kannst du ja nicht so schlecht gewesen sein. Nein, war nicht so schlecht. Also ich hab gedacht, die wären richtig matschig, aber tatsächlich waren sie es nicht. Aber es war lustig. Knödel müssen sag mal, stullenartig sein. Wie waren deine? Waren die halb und halb, Knödel? Ja. Na gut, dann geht's ja noch. Okay, ich werde dann jetzt auch den Stream ausmachen. Ich danke, dass ihr da wart. Ich denke mal, das wird man nochmal machen. Das war ja ganz witzig doch. Ja, du hast mich ja jetzt bei Steam. Bei Steam? Wie heißt du eigentlich in Steam? Ich heiße Kleine Spieker in Steam. Ach so. Ich heiße immer über Kleine Spieker. Na gut, ich mache den Stream jetzt aus, verabschiede mich und sag bis denn dann.